Liebe Pokéfreunde, Ubito wieder hier und ich fand Brutalanda eigentlich so spitzmäßig. Klar, es ist nicht das beste Meisterliga-Pokémon, aber ich wollte das mal mit diesem Team probieren, mit Brutalanda vorne, Bud Spencer und Monetio. Mal sehen, ob das so funktioniert. Wo ich mir eigentlich denke, das könnte eigentlich ganz gut klappen. Monetigo hat schon eine sehr, sehr gute Typenkombination. Nur Staloborg könnte dafür schwierig werden oder halt generell im Boden-Pokémon. Aber die ganzen Drachen und Feen haben darauf keinen Bock. Okay, Epitaph 4, das ist so gut. Nimm ich. Ja, okay, wenn ich mal angreifen darf. Normalerweise müssten meine Drachen gut und schneller ankommen. Ah, das ist natürlich einer mit Icy. Ah ja, Relaxo ist auch doof für Monetigo. Natürlich. Hast du Wutanfall, Erdbeben oder sowas? Test, Test, Test. Wutanfall, super. Ah, den haben wir ganz gut weggesteckt. Aber mich regen gerade die Server wieder auf. Dass ich gerade hier nicht vernünftig kämpfen kann. Dadurch der Gegner den Wechsel kriegt. Nee, ich schütte trotzdem nicht. Das ärgert mich gerade. Oh ja, übertreibt nochmal mit Drachenwuten. Ich gehe hier rein. So. Und ich glaube, ich opfere Brutalanda. Oder auch nicht, okay. Aquilas, ja, hallo. Es dürfte ein Eissturm sein. Ja. Geht trotzdem hier auf Fokusstoß. Perfekt abgefangen, sehr schön. Das Schöne war natürlich nicht. Okay, er hat gut undertappt. Ich konnte meine Attacke nicht auslösen. Na, ich weiß natürlich nur nicht, ob ich jetzt noch zum Fokusstoß komme, wegen den Servern hier. Wird knapp auf jeden Fall. Eissturm Schild natürlich. Hallo? Nein, wird nichts. Natürlich nicht. Hätten wir gewonnen. Hätten wir definitiv gewonnen, wenn die Server mitgespielt hätten. Aber ja, ist halt so. Also, die Server sind leider doch nicht besser geworden. Aber regen wir uns nicht auf. Wir starten gleich mal hier neu. Schließen alles andere mal. Schade, das wäre ein Sieg gewesen. Wenn das alles vernünftig funktioniert hätte. Naja, wäre ein cooler Sieg gewesen. Schön mit Fokusstoß wegschallern. Klar, ich hätte auch ködern können, ne? Wäre auch gut gewesen mit Spukball-Ködern. Aber naja. Erster Kampf war leider dadurch nichts. Ich hoffe. Jetzt hier im zweiten Kampf wird es besser. Die anderen Sachen haben wir auch geschlossen. Kampf beginnt gegen
Kochi. Brutalanda gegen. Ja, ist erstmal fein. Ist erstmal fein. Wir gehen hier in Monetigo. Und ich weiß, dass wir Einknöscher aushalten. Und geht sogar auf Knöscher. Keine, na doch, Senkung, leider. Ja, durch die Senkung werden wir das hier nicht schaffen, wahrscheinlich. Wobei, ich glaube, er muss nochmal auf Nassschweif gehen. Ja. Ich glaube, da gehe ich sogar den Shit ein. Oder auch nicht. Okay, das war dann ein dummer Shit. Das war ein dummer Shit. Ja, lieber ein Brutalanda. Schade. Natürlich geht er auf Knöscher. Natürlich gibt es wieder die Senkung. Ach, komm. Mit der Senkung ist immer doof. Das schaffe ich für dich nicht. Schade, ich schaffe. Ich dachte, ich schaffe den Spuker noch. Okay, er geht in die Joronio. Ja, gut, dann ist er wahrscheinlich doppelt schwach gegen. Hier mein Äffchen. Und ich werde auch Schilden. Ja, normalerweise hätte ich wahrscheinlich mehr Leben. Ich kriege auch jede Absenkung rein. Muss der sein? Okay, prima, Ren. Ja. Oh, da wäre Monetigo auch wieder perfekt gegen gewesen. Ja, durch die Ablenkung hat das auch kaum Schaden gemacht. Schade. Schade, schade. Ja, ich habe gedacht, dass ich mit Monetigo noch den Spuker schaffe. Deswegen habe ich überhaupt ein Schild noch eingesetzt. Den Schild hätte ich lieber aufheben sollen. Aber naja. Shia Strong 24. Brutalanda gegen Staloboy. Ja, nicht so schön. Aber Einsteinhage werden wir nehmen. Wie viel macht er? Ja, macht schon guten Schaden. Wir gehen mal auf Fliegen. Ja, auch guter Schaden. Rüber. Snipen. So. Okay, seine beste Antwort ist ihr Epitaph. Ich weiß, dass ich einen Spukball zum Glück überlebe. Ja, Schild, perfekt. So. Ja, Spukball. Ich hoffe, Monetigo kann das am Ende noch klären. Ja. Immerhin kriege ich noch den Nachthieb raus.
Ich hätte das sogar hier. Nachthieb hätte ich vielleicht überlebt. Na, das ist gar nicht mal schlecht. Wir gehen rüber. Wir gehen auf volle Energie. Wobei, ja, so viel hält man gar nicht aus. Gehen wir doch lieber jetzt auf den Spukball. Ja, danke, 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 danke. Für die Lex. Ja, wenn man mal vernünftig hier. Okay, hat Spukball. Wenn man hätte mal hier vernünftig spielen können. Aber irgendwie haut heute nichts hin. Heute haut echt nichts hin. Schade. Aber ist das hier so ein cooles Team? Ja, Nachtdieb hätte ich vielleicht vorhin noch überlebt. Hätte ich vielleicht noch durchlassen sollen. Und dann auch fliegen gehen. Dann hätte ich noch einen Schritt gehabt. Er hätte den Spukball hier nicht rausgekriegt. Ja, zwei Kämpfe, die ich vielleicht gewonnen hätte. Wenn alles gelaufen wäre. Aber naja. Neck, Rist, 2-1, schieß mich, du. Rotalanda gegen Knackack. Ja, wahrscheinlich Knackack mit Drachenroute. Da bleibe ich aber, glaube ich, drin. Erstmal. Weil. Okay, die kommen gleichzeitig an. Ja, er kann runterfahren. Na, das ist nicht so wild. Weil wir gehen jetzt hier rein. Und seine Antwort ist. Das okay. Eine Antwort ist Relaxo. Das ist schon interessant. Und diesmal werde ich auch bei Relaxo ein Schild reinstecken, glaube ich. Ach, Body Slam. Ja, noch einmal stehe ich nicht. Ah, ich glaube, ich habe wieder Best Body auf Epitaph vergessen. Wir gehen auf Nachthieb, blinden Nachthieb einfach. Die meisten gehen eh auf Sandgrab. Okay, er geht auf Erdkräfte. Interessant. Okay, Magnesone. Oh, jetzt habe ich eine Attacke geschenkt. Das ist doof. Ja. Ja, jetzt kann er einfach auf zweifach Stromstoß gehen, ne? Schilde trotzdem. Ja, weil ich ihm eine Attacke geschenkt habe. Aber irgendwie kam mir seine Attacke gerade wie ein Dreierzug vor. Ah ja. Schade. Schade, schade, schade. Ja, Monetigo hält zu wenig aus. Das ist das Problem. Und das ist so ein cooles Pokémon, aber. Ja, es tankt halt nicht viel. Typenkombi ist natürlich cool. Ja, das war's aber auch schon. So ziemlich. Ich hätte mehr von diesem Team hier erwartet, muss ich zugeben. Da die ersten Kämpfe waren Server, also mit Server anscheinend. Ja, aber guck doch mal. Also,
Weiß ich nicht, was hier los ist. So extrem war es ja lange nicht mehr. Junge, Junge, Junge. Das Gute ist, der Gegner muss gleich einen Fokusschuss schillen. Weil sonst Rihorn ja weg ist. Wir gehen auf Fokusstoß. Und mach mal keine halben Sachen. Ah, vielleicht hätte ich noch einen Fußball geschafft. Und wir gehen hier rüber. Erste breite Seite nicht, schilden. Das war so klar. Spukball kommt. Wird geschildert, okay. Säusestimme? Säusestimme, okay. Na, achso, ich dachte, er setzt einer ein. Mal sehen, wie viel Fliegen gegen Flotches macht. Ja, schon guter Schaden. Ja, das schütte ich jetzt nicht. Das schütte ich nicht. Wir schilden. Wird auch nur eine Säusestimme sein. Oh, er hat schon wieder die nächste. Ich könnte kotzen. Ich hätte einsetzen müssen, verdammt. Ich dachte, er hat noch nicht so viel Energie. Okay, da war ich jetzt selber schuld, dass ich das verloren habe. Da habe ich jetzt nicht auf die Energie aufgepasst. Okay, ich hoffe, das zweite Set wird besser. Ist ärgerlich um die Punkte. So, komm, zweites Set besser. Gefehlenden Pokémon des Monetigo-Spitze. Und den Kampf hätte ich auch gewinnen können. Okay, das ist ein perfekter Lead. Brigaron gegen Brutalanda, sehr schön. Oh, ja, Monetigo ist nicht so fein. Ich will aber einmal Fliegen drauf haben. Oh, perfekt. Schön natürlich. Hier kann man nicht ködern. So, und ich sollte mir den Wechsel holen können. Und Brigaron macht auch nichts gegen Monetigo. Och Gott, er gewinnt den Gleichstand. Och Mann. Komm schon. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Wobei Brigaron auch nicht so viel gegen Dings macht. Gegen Epitaph. So. Ja, ich gehe nicht auf Nachti. Ja, wobei ich kann auf Feuersturm gehen, ne? Ich hab doch Feuersturm dabei.
Ja, ich lasse mich fahren. Ah, ich hoffe, es hat knapp. Oh, er geht auf Kraftkoloss. Erreiche ich Feuersturm noch? Komm, enttäusch mich nicht, Brutalanda. Perfekt, perfekt. Brutalanda. Sehr schön, sehr schön. Ah, da hatte ich auch richtig Glück mit dem Lied, ne? Ein resistierter Kraftkoloss hat echt schon ganz schön Schaden gemacht. Naja, Brutalanda ist ja auch das Gengar der Meisterliga, kann man sagen. Hält weniger aus als Draugran, aber macht dafür mehr Schaden. Boah, Monetigo in der Führung, das ist wild. Okay, ich hätte hier nochmal eine Drachenkutte machen können. Abfangen kann ich nicht. Wir schilden jetzt. Ich muss das Philo bekommen. Okay, ein Gleichstand, den ich gewonnen habe. Das ist schon mal schön. Und ich versuche jetzt runterzufahren, egal. Okay. Kaskaden Garados. Okay, sehr schön. Dann hat er wahrscheinlich hier keinen Knirscher, oder? Wir werden es jetzt herausfinden, ob er Knirscher hat. Hat er? Gut, dann gehe ich jetzt auf die Attacke. Dann ist Garados schon mal weg. Sein Monetigo hat auch nicht mehr so viel. Ach komm. Warum noch nur so eine Fee? Warum nicht mit Charme? Ich opfere meine Brutalanda. Sehr schön. Ja, eine Säusestimme sollte ich aber, glaube ich, überleben, oder? Hoffe ich doch. Säusestimme ist jetzt nicht so stark. Okay. Primarine gewinnt den Gleichstand. Interessant. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe auch kein Best Buddy. Ich vergesse den immer. Okay, die habe ich gerade so überlebt. Oh, mein Konter müsste ja ankommen. Oh, perfekto. Das war knapp, das war knapp. Junge, Junge, Junge. Zweites Set läuft aber bisher besser. Ja, nach 0,5. Oh, kein Wunder. Ja, ich muss es hier wieder erstmal kurz ändern. Das vergesse ich im Moment immer. Epitaph. Da ist es. Beziehungsweise Bud Spencer. Na, das zweite Set sieht schon mal besser aus. Da kann ich mehr glänzen, aber jetzt funktionieren auch wieder die Server etwas besser. Man kann reagieren. So, Gegner wird gesucht, Gegner wird gesucht. Ja. Mal sehen, ob der Gegner auch gefunden wird.
Also ich sage, dieses Team hier ist eigentlich ganz gut. Gerade gegen, ja, man hat zwei Feen Schwächen. Ohne Tigo ist auch sehr gut gegen Feen. Na, Doppelfeen-Teams werden schwer. Wobei, ja, man hat ja auch noch Lara-Attacken. Ric Flair Best, ein Wrestling-Fan. Utalanda gegen Scalloprop, nehme ich auch. Solche Stimme überstehe ich einmal bestimmt. Oh, ich habe wieder einen Einer schon geschenkt. Es regt mich halt auf, ne? Erste Säusestimme werde ich nicht schilden. Müsste ich noch überleben. Ist ja jetzt hier gegenüber kein Feen-Pokémon. Oh, oh. Ich habe kurz gepennt. Ja, Spuppel habe ich. Nicht Schäden. Draugoran hat nichts Effektives. Ja, Drachenklau mir egal. Wir füllen hier voll aus. Und hoffen, dass wir jetzt runterfahren können. Ja, wird schwierig. Wobei, Kraftkoloss müssten wir auch noch überleben. Ist eh nur der Drachenklau, okay. Jetzt muss ich doch schilden. Ah, ich hasse Drauran. Also. Muss er schilden, genau. So, schön war auch. Scalocop müsste jetzt weg sein. So, eine Drachenroute dürfen wir noch rausgeben. Ah, das ist begonnen schwierig. Dragoran lebt auch noch, ne? Nassschweif, ja, macht nicht so viel. Wir gehen auf Spukigen. Sollte ich überleben? Gerade so. Ah, das gegnerische Dragoran, ne? Ich hoffe, das überlebt dann nicht. Er hat mich abgefangen zumindest. Ich weiß gar nicht, wie viel Dragoran noch hat. Okay, das war das Dragoran. Okay. Haben wir hingekriegt. Okay, zweites Set ist viel, viel besser. Gegen Doppeldrache erstmal gewonnen. Das ist ja sehr schön. Wir kriegen auf jeden Fall verlorene Punkte dazu. Das ist halt die Hauptsache. Also bitte vergiss das erste Set. Archie the Fitter. Utalana gegen Knackrack. Drachenroute. Natürlich. Aber er hat eingesetzt. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ja. Egal.
Wird eh Sandgrab sein. Warum sollte ich das schön? Er ist weg. Ich gehe in Monetigo. Ja, sehr schön. Ja, dann kann ich hier Fokus stoßen. Schild war klar. Ich werde nicht schilden. Irgendwann muss er ja einsetzen. Ich habe noch Epitaph. Body Slam dürfte nichts machen. Okay, er geht auf Wutanfall. Weiß ich, dass er diese Attacke schon mal besitzt? Ja, ich würde einmal. Ja. Das wird noch tricky, Leute. Ich habe auch einen Brutalander zum Abfangen. Ja, hier hätte ich jetzt gerne Nahkampf drauf, ne? Eins. Ich gehe natürlich auf Spukball. Natürlich finden sie die den korrekt. Herr Köder hat eine Spiegelsalbe. Och nein, und er gewinnt 100% den Gleichstand. Wetten? Ja, natürlich gewinnt er den Gleichstand. Oh, der Köder hat eine Spiegelsalbe. Nein. Ich hätte es gewinnen können. Natürlich Köder damit Spiegelsalbe. Ja, okay. Ja, ist halt so. Ist halt so. Ich hätte Spiegelsalbe durchlassen müssen. Schade, schade. Und ich hab gehofft, dass ich jetzt Stromstoß abfange. Aber da hätte ich einen Konter mehr machen müssen. Na, Relaxo war ja auch noch da. Okay, Skelecrock wieder, das gefällt mir. Bleibt da drin. Wir gehen hier auf ein geschmeidiges Fliegen. Das sollte ja schon geschildert werden. Bitte Köder nicht. Danke. Und kriegst jetzt hier einen spuckigen. Sehr schön. Problem ist, er kann runterfahren, ne? Wieder ein Einäschern geschenkt. Mist. Und ich komme noch nicht rüber. Ja, hätte ich den nicht geschenkt, dann hätte ich das geschafft. Einschön war mal nicht. Den Schirm mal jetzt. Und ich glaube, er muss noch einmal ausholen. Wir haben Fliegen. Los, Dragoran wird schwierig. Wobei, Drachenklaue sollte mal gut standhalten. Ja, es geht. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Drachenroute rausbekommen würde. Gegen Dragoran. Mit Brutalander.
Wird er knapp? Ja, ich glaube nicht. Das hat der Gegner gewonnen. Ach, verdammt. Verdammt. Ja, und ich muss leider, müsste leider auf ihn gehen, aber ja. Feuer-Odem leider zu stark. Schade. Oh, ein Ho-Oh als Belohnung. Nehmen wir doch. Nehmen wir doch gerne. Und es bleibt auch gleich drin, sehr schön. 4XL. Ja, ist jetzt nicht so besonderes. Dann weg. Wir kriegen ein paar Points dazu. Das ist immerhin ein Trostpreis. Ja, ich denke mal, das Team hätte besser funktioniert im ersten Set, wenn Server nicht gewesen wären. Aber muss man halt mitleben. Ich reg mich da jetzt auch gar nicht mehr so auf. Für die Folge soll es das mal wieder gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.